Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 220 von Arboreum. Ja, wie ihr seht, ich springe gerade so ein bisschen durch die Gegend, um voranzukommen. Und ich suche halt nach dieser Formation. Ist nicht so ganz so einfach und rotte meine Schiffe ein bisschen zusammen. Das klappt auch noch nicht so ganz so gut. Schon wieder Lady 2 war das, glaube ich, die kaputt gegangen ist unterwegs. Müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Ne? Ich sag mal, nach dem Intro schauen wir mal rein, was dieses Schiff hier macht und wo das Ziel ist. Ne? Bis gleich. So, dann schaut mal hier in die Karte kurz rein. Also wir sind hier oben irgendwo gewesen. Ich glaube hier ungefähr. Oh, jetzt ist ja die Karte gerade mal weg. Nochmal das Ganze. Wir sind hier oben gewesen. Ich springe jetzt hier runter, weil hier unten ist eine Marke, die heißt 80, 55, lenkt Energie auf 146, 100. Ich habe keinen blassen Schimmer mehr, was das war, von wann das war. Das ist jetzt das Ziel, dahin zu kommen, um zu schauen, was da geht oder nicht geht. Ne? Also, gleich sind wir soweit. Denke ich mal. So viele Sprünge sind es nicht. Auf jeden Fall kann dieses Schiff das machen. Das habe ich auch, wie ihr seht, mit Panzerplatten links und rechts verstärken, Steuerungsdüsen dran gemacht, damit das ein bisschen besser ist. Waffentechnisch muss es wohl ganz gut sein. Keine Ahnung. Können wir mal reingucken. Ja, sieht so aus, dass da Feuerstoßplasma da dran ist, der wohl ganz gut ist, dass er sagt, ich bin nicht untermotorisiert, unterbewaffnet. Ja, schauen wir mal. Kann jetzt nicht mehr ganz weit sein eigentlich, oder? Springen wir. Beziehungsweise der Ladebildschirm mal weg gerade. Ja, doch, sind noch zwei, drei Sprünge. Dann können wir mal hier in die Karte gerade gucken. Dann seht ihr hier, hier sind noch andere Schiffe. Können das eigentlich mal gerade. Oh, das ist der Traveler. Der Traveler kann noch mal hier schon mal diese Tour nach da machen. Und die anderen können das genauso machen. Jetzt geht das gleich nicht mehr, weil der Ladebildschirm kommt. Aber gut, Karte, der springt immer noch, ne? Jetzt sind die natürlich nicht mehr hier im Bild. So, weiter geht's. Da bitte hin. Der Hammer, den ich neu gebaut habe, der geht auch dahin. Und denen müssen wir aber noch Waffen zuordnen. Da müssen wir auch noch was tun. Aber erstmal sollen die erstmal in diese Richtung alle. So, die Lady war hin. Wen haben wir hier denn noch? Das ist der Miner, ne? Ach, der hat noch Aufgaben. Alles klar. Gut, dann haben wir den Sprung auch hinter uns. Jetzt müssen wir schon fast da sein, oder? Gucken wir mal. Nee, noch zwei Sprünge. Aber das ist auch nicht das Ding. Das geht auch noch. Und springen kann er wohl ganz gut. Weil es ist wohl nicht entladen. Ah, kann ich nicht. Was fehlt denn? Sprungroute berechnet. Ah, jetzt geht's auch. Okay. Vorletzter Sprung. Und dann gucken wir mal, was da in diesem Zone da ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir werden es gleich sehen. Sprungroute ist berechnet, sehr schön. Und jetzt fliegt er los. Und dann steht da oben gerade eine Nachricht, die da reingekommen ist. Ich weiß aber nicht was. Okay. Ach so, hier funktioniert schon irgendwas. Versuchsobjekt. Du wirst die Technikdetail eh nicht verstehen, aber am Ende wird dein Schiff unzerstörbar sein. Ich sag, du würdest es nicht verstehen, also geh, sonst muss ich dir eine Lektion erteilen. Bloß nicht näher, sonst werde ich auf dich schießen. Versuchsobjekt. Hülle 100. Passiert da was? Was macht er denn? Das ist doch so eine Formation, oder?
Oh. Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Kann doch nie sein, oder? Nee, ist nicht abgestürzt. Ist in Pause gegangen und ich habe nur einen Bildschirmwechsel gehabt. Okay. Das sieht nach einer Formation eigentlich aus, ne? Jetzt ist nur die Frage, was machen wir jetzt hier? Vielleicht sollten wir das mal machen und nicht der da. Aber da warten wir mal für die nächste Folge ab, oder? Was passiert denn, wenn ich in den Strahl reinkomme? Ich wurde bezahlt, okay. Geht durch. Ja, sieht so aus, dass es durchgeht. Kann ich nichts ändern. Versuchsobjekt 8055. Vielleicht muss Versuchsobjekt hier 8055 mal beschossen werden. Zu weit weg, sagt er. Und ich kann den nicht kaputt machen, hat er auch gesagt, oder? Unverwundbar, tatsächlich. Ja, dann ist die Frage, was muss man tun, damit dass er sich ändert? F. F geht nicht. Torgebühren irgendwo bezahlt. Also jetzt habe ich so eine Formation gesehen. Toll, ne? Vielleicht kann ich meine Formation daneben machen. Kann ich den anklicken? Da geht's drauf, ne? Tja, weiß auch nicht. Wenn ich den kaputt mache, was passiert dann? Kann ich den kaputt machen? Das ist die nächste Frage, ne? Das sieht irgendwie nicht so aus, dass ich den zerstören kann, also bringt mir das auch nichts, ne? Also hier sieht er so hellblau aus, aber wenn du näher kommst, ist das auch weg. Ja, weiß ich auch nicht, was man da machen kann oder nicht, ne? Da hinten ist so ein Ding, hier ist so ein Ding, da ist so ein Ding. Schwierig. Ansprechen geht nicht mehr. Nee, ansprechen kann ich den nicht mehr. Tja. Keine Ahnung, wie das hier weitergehen soll dann. Muss ich mal schauen, denke ich mal. Okay, aber ich würde sagen, ja, Folge ist ein bisschen kürzer diesmal, aber ich habe jetzt auch nicht gerade die Idee, was wir da tun können. Wird umgelenkt, stand da ja nach 146-100. 146-100. 146-100. Ist hier. Ah. Koordinaten in Navigationscomputer eingeben. Das ist doch mal eine Idee, oder?
Gut, schauen wir mal. Vielleicht ist er ja ein Endgegner oder so, weiß ich nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Das ist eine Versuchsstation. Also da war gerade eine. Oder Versuchsaufbau war da. Schauen wir mal, was uns da erwartet. .48.02, das ist auch noch nicht das Ziel. Aber springen wir mal näher. Und gucken da mal rein. 148.06 war das jetzt? Nee. So, und das ist das entscheidende Ziel, also der Sektor, wo wir hin müssen, wo vielleicht das umgelenkt wird. Müssen wir gucken, was da ist. Und jetzt erwartet uns was Schlimmes. Aha. Das ist ein Asteroid, das auch. Vielleicht müssen wir hier hin. Ist das unser Ziel? Ich weiß es nicht. Hier irgendwo was zu tun. Erkennen kann man nicht so ganz so viel. Die Asteroiden sind ja alle an der Reihe. Fliegen wir mal ran, ob da was machbar ist oder nicht. Vielleicht kann ich was lesen, wenn ich näher dran bin. Aber sieht nicht so aus. F interagieren. Schildobjekt Nummer 26. Lenkt Schildenergie an. Versuchobjekt 85. Position in Sektor 148.14. Okay. Ja, bringt mir jetzt vielleicht nichts, oder? Ich weiß es aber auch noch nicht. Okay. Hatte ich mich schon verabschiedet? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.